Bei welcher der folgenden Zahlen ist die Summe der drei Ziffern kleiner als das Produkt dieser Ziffern? Und hier könnt ihr diese Zahlen sehen. Was meint ihr? Herzlich willkommen zu Jagd Mr. X. Ich möchte mit euch die Aufgabe A4 des Känguru-Wettbewerbs 2000 für die Klassenstufen 3 und 4 lösen. Bei welcher der folgenden Zahlen ist die Summe? Was ist denn eine Summe? Eine Summe ist das Ergebnis einer Plusaufgabe. Also die Summe der drei Ziffern. Was sind Ziffern? Ziffern sind immer einstellige Zahlen. Und davon haben wir genau 10, nämlich 0, 1, 2 und dann bis 9. Also die einstelligen Zahlen von 0 bis 9, das sind Ziffern. Also bei welcher der folgenden Zahlen ist die Summe der drei Ziffern kleiner als das Produkt dieser Ziffern? Noch ein Fachbegriff, Produkt. Was ist ein Produkt? Ein Produkt ist das Ergebnis einer Malaufgabe. Das bedeutet also, wir sollen jetzt die Ziffern der Zahlen einmal addieren, um die Summe zu berechnen, und wir sollen die Ziffern der Zahl multiplizieren, also mal rechnen, um das Produkt zu berechnen. Und jetzt sollen wir herausfinden, bei welcher der folgenden Zahlen ist die Summe der drei Ziffern kleiner als das Produkt. Also bei welcher ist die Summe kleiner als das Produkt? Schauen wir uns das einmal an. Beginnen wir einmal mit der Summe der ersten Zahl. Da haben wir dann also 1, also Summe der Ziffern der ersten Zahl. 1 plus 1 plus 2 und das ergibt 4. Und wenn wir jetzt das Produkt ausrechnen, dann haben wir 1 mal 1 mal 2 und 1 mal 1 mal 2, das ergibt 2. Und hier sehen wir schon, dass die Summe größer ist als das Produkt. Und wir suchen aber die Zahl, wo die Summe kleiner ist als das Produkt. Insofern kann A nicht die richtige Antwort sein. Die ist falsch. Dann schauen wir uns mal die zweite Zahl an. Wenn wir jetzt hier die Summe berechnen, 2 plus 0 plus 9, das ergibt 11. Und das Produkt, da haben wir 2 mal 0 mal 9. Und ihr könnt euch generell merken, wenn ein Faktor 0 ist, dann ist das Produkt immer 0. Also 2 mal 0 ergibt 0, 0 mal 9 ergibt 0. Also 2 mal 0 mal 9, das ergibt 0. Und wir sehen schon, auch hier ist die Summe größer als das Produkt und damit kann B nicht die richtige Antwort sein. Weiter geht's. C. Wir haben 3 plus 1 plus 2, das ergibt 6. Wie sieht es mit dem Produkt aus? Wir haben 3 mal 1 mal 2. 3 mal 1, das sind 3, mal 2, das ergibt 6. Oh, schaut mal, wir haben zum ersten Mal jetzt, dass die Summe und das Produkt der Ziffern gleich groß ist. Aber nicht das, was wir suchen. Die Summe soll ja kleiner sein. Also, Antwort C ist ebenfalls falsch. Dann haben wir D. 2 plus 2 plus 2, das sind 6. Und dann 2 mal 2 mal 2. 2 mal 2 sind 4, mal 2 sind 8. Und wir haben jetzt tatsächlich eine Summe, die kleiner ist als das Produkt, denn 6 ist kleiner als 8. Und damit können wir voller Stolz verkünden, die Antwort D ist die richtige. Vielleicht sagen einige von euch, aber wir haben doch noch gar nicht E überprüft. Aber im Känguru-Wettbewerb ist es immer so, dass nur eine Antwort richtig ist. Wenn ihr also die richtige Antwort gefunden habt, könnt ihr sofort aufhören. Aber für diejenigen von euch, die immer noch kritisch sind, schauen wir noch einmal. 2 plus 1 plus 1, das ergibt 4. Und 2 mal 1, das ergibt 2. Und ihr seht schon, die Summe ist wieder größer als das Produkt. Also E kann nicht die richtige Antwort sein. Ja, damit haben wir es gefunden. D ist die richtige Antwort. Alles Gute, alles Liebe, euer Jagdmeister X.